Ja, heute gibt es den Primark-Haul von mir. Wer mir auf Instagram und Twitter folgt, hat es vielleicht schon ein bisschen gesehen oder wenigstens in was ich es transportiert habe. Aber dazu kommen wir ein bisschen später, denn das sind so die Accessoires, sag ich mal, und so extra Zeug. Wir fangen an mit Pullovern. Das haben sie jetzt wirklich viele, sie haben wirklich jetzt sehr viel Herbstsachen. Und zum einen habe ich mir so einen Pullover ausgesucht. Der ist so schön cremeweiß, also nicht komplett hellweiß, aber so helles Creme. Ziemlich lang und hat hier unten so ein schönes Detail mit so Perlen dran. Sehr, sehr hübsch und Nieten sind da auch noch mit bei und ja, fand ich sehr süß. An sich sehr schlicht gemacht, aber mit diesen kleinen Details eben noch ein bisschen spezieller und fand ich sehr hübsch. Gab es für 16 Euro. Dann habe ich mir zwei gleiche Pullover gekauft. Einmal in so einem schönen Mintton. So sieht der aus. Und das haben jetzt ganz viele Pullover und Strickjacken und so bei denen. Dieses Muster, dieses leicht gewellte, ja, gibt es ganz, ganz häufig jetzt. Und das ist so ein ganz helles, feines Mint. Und Pullover und Strickjacken, sowas hole ich immer ein bis zwei Nummern größer, weil es einfach viel lockerer sitzt und das sieht einfach schöner aus irgendwie. Und ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Die waren auch echt günstig. Ich glaube, das war wie letztes Jahr, genau, 10 Euro. Man muss natürlich was drunter anziehen, sind praktisch durchsichtig, ne? Aber wenn man so einen Top drunter anzieht oder ein Shirt oder mit Langarmpullover, was nicht so dick ist und dann den drüber, ist es wunderbar. Und das gleiche Modell habe ich mir jetzt nochmal in schwarz gekauft. Ja, schwarz passt einfach auch immer und von dem her für 10 Euro kann man da gar nichts sagen. Dann habe ich mir eine Strickjacke gekauft oder so ein Cardigan besser gesagt. Auch mit diesem Muster wieder. Den gab es auch in verschiedenen Farben. Ich habe ihn mir jetzt ganz einfach mal in schwarz geholt, weil das passt einfach am besten. Das hat jetzt keine Knöpfe und nichts, was ich aber auch sehr schön finde. Ich mag die auch so einfach und ja. War jetzt auch nicht viel teurer. Nee, war genauso teuer. 10 Euro hat er genauso gekostet wie die Pullover dazu. Dann habe ich mir einen creme-nude-farbenen, beigefarbenen Cardigan rausgesucht. Aber ich glaube, dass ich den wieder zurückgeben werde, weil er nicht so optimal sitzt. Und ich habe das da nicht anprobiert, weil ich da keine Lust und keine Zeit dazu hatte. Und ich mache das immer daheim, weil ich eh im selben Ort wohne. Und ja, also ich fand den sehr schön. Den gab es in schwarz und in beige. Und ich wollte nicht immer nur schwarze Sachen, habe gedacht, dieses Nude-Beige wäre auch ziemlich schön. Dieser Kragen hier vorne ist ein bisschen seltsam und das fällt nicht schön. Also das trägt total auf irgendwie. Und hinten ist das, ja, so eine Strickoptik nach unten. Und hier hat es dann nochmal was zum Binden. Aber egal, ob man es offen lässt oder zumacht, es sieht komisch aus. Und das hätte jetzt 14 Euro gekostet und das würde ich eher nicht so empfehlen. Also es fällt wirklich seltsam. Dann habe ich mir drei Blusen gekauft. Ich liebe die Blusen beim Primark. Die eine ist schon mal die, die ich hier trage in so einem Weinrot. Die habe ich auch schon von letztem Mal in weiß. Die hat so schöne Knöpfe hier vorne. Und ja, ich mag die mit diesen Ärmelchen hier dran, dass es so gebunden ist. Die ist mir leider jetzt schon ein bisschen arg zu groß, aber ich wollte die unbedingt in Weinrot haben. Und da dachte ich mir, ja komm, das fällt halt so locker und ist ein bisschen länger und so. Das macht dann auch nichts. Ja, ich liebe Weinrot und das ist ein richtig schönes Weinrot. Und die hat 13 Euro gekostet. Dann habe ich mir so eine hellgraue Bluse geholt. Auch sehr, sehr schön. Auch wieder dieses Detail am Arm. Oh, ich bin so verliebt darin. Ich könnte jede Bluse kaufen, die, wenn sie nur das hier am Arm hat. Dann hat sie einen runden Halsausschnitt und hinten so ein kleines Perlchen zum Zumachen. Ist auch sehr hübsch und hat 11 Euro gekostet. Also bei den Blusen von Primark kann man echt nichts sagen. Die sind wunderbar. So, und dasselbe Modell nochmal in so einem dunklen Grün. Ich liebe auch im Winter, Herbst, Winter dieses Jadegrün, so ein dunkles Grün. Auch sehr hübsch und ja, absolut meine Lieblinge. So, dann sind wir mit den Klamotten schon durch. Jetzt kommen wir zu den Accessoires. So, und ich war bei diesen Taschen und so und dachte mir, ah, eigentlich brauchst du keine Tasche, geh bloß weiter und weg von den Taschen. Nicht, dass du schon wieder eine findest. Ja, ich habe keine Tasche gefunden, aber ich habe dafür einen Koffer gefunden und ich bin dreimal zurückgelaufen, um mir den Koffer anzuschauen und habe mir gedacht, nein, den kaufst du dir jetzt nicht und nein, dann hält der nicht, ein Primark-Koffer, wer weiß und
Ich habe ihn mitgenommen. Ich musste. Es ist ein kleiner Koffer, also es ist so ein Handgepäckkoffer, aber fürs Handgepäck ein recht großer Koffer. Ich glaube, so das Größte, was geht als Handgepäck. Es steht da nochmal extra alles seitlich dran, welche Größen genau und wie sich das da nennt und ja. Also es ist dafür gemacht, um mit dem Flugzeug zu verreisen. Und der sieht so, so schön aus. Hier ist das Teil. Ich finde den so ultra hübsch. Mit so einer Schleife wie bei meiner Ted Baker Tasche. Und ich, oh Gott, ich liebe das. Und dieses Creme-Beige wieder. Und ja, mit diesen schwarzen Randungen. Oh, ich liebe sowas. Und das ist eben, wupp, ein riesiger Koffer. Und hat auch dieses gesteppte Muster, wie so diese Chanel-Taschen. So richtig Prinzessin-like, so Mädchen-like. Ist ja genau mein Fall. Hat hier so ein Henkel, ganz normal zum Heben. Und hier oben so einen ganz normalen zum Ziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sich das nennt hier. Ja, auf jeden Fall super. Und innen drin ist es auch schön geräumig. Und ich finde ihn so, so hübsch. Und der hat jetzt 24 Euro gekostet und ich konnte ihn nicht stehen lassen. Da standen so 6 Stück da und ich dachte mir, nein, du kannst ihn nicht stehen lassen. Er ist so wunderschön. Ja, und in dem Koffer habe ich dann auch meine ganzen Sachen getragen. Sie hat dann so ein Klebeband rumgemacht vom Primark und so. Das wäre niemals in der Tüte gegangen. Da dachte ich mir, okay, trage es lieber in dem rum. Jetzt kommen wir zu den Accessoires noch. Ich habe mir so Socken geholt, die hole ich mir fast immer. Das sind jetzt 5 Paar Socken von der Größe 37 bis 42. Also das ist ja extrem. Kosten nur 3 Euro, wie gesagt, 5 Paar. Und dann habe ich hier nochmal 5 Paar Socken, die man auch immer gebrauchen kann. Die haben halt so süße Schleifchen. Wobei das voll tricky ist. Also erstens, die Schleifen sind ein bisschen komisch. Also, naja. Und vor allem hat es nur das erste Paar. Alle anderen Paare danach, hier die grauen und beige und keine Ahnung was, die haben das nicht. Das hatte ich schon letztes Jahr. Naja, haben nur 3,50 gekostet und das für 5 Paare. Dann habe ich mir Ohrringe gekauft. Die sehen so aus, für 1,50 €, das sind Perlenohrringe und ich liebe Perlenohrringe. Ich komme nicht davon los irgendwie, auch wenn ich mir 2 Millionen andere Ohrringe kaufe, ist egal. Ich bleibe wohl ewig bei Perlenohrringen und die sehen halt so schön aus, normale, die kann ich immer gebrauchen. Und dann einmal so silberne, richtig schöne, die ein bisschen anders aussehen, fand ich sehr, sehr hübsch. Und so kleine Steckerchen, die man auch benutzen kann, aber ich mache es jetzt nicht, wenn man zwar jetzt Ohrloch hätte oder so, sieht das ganz schön aus. Aber mal sehen, was ich mit denen mache. Es war mir halt vor allem wichtig, diese anderen Perlenohrringe und die normalen für 1,50 € wunderbar. Dann habe ich ein Ringe-Set gekauft. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr bei Primark gemacht. Vor allem, weil ich schon von weitem gesehen habe, was für ein Ring da dran hing. Und ich habe bald einen Kreischer gelassen im Laden, als ich es gesehen habe. Das ist dieser Ring hier. Ich habe den schon von letztem Herbst, Winter war das, wo die Eröffnung in Karlsruhe war, gab es den. Habe ich mir gleich eingekauft und ich liebe den. Aber klar, nach einer Zeit lang läuft der an und ich habe den nicht richtig mit Klarlack eingepinselt. Und ja, es ist so, naja, der Ring. Und jetzt gab es die wieder, aber in so einem Set. Damals gab es den einzeln und gab es den auch noch mit weiß oder durchsichtigem Stein oder so. Aber der mit Schwarz-Gold fand ich so, so hübsch. Und der ist wirklich ausgefallen, aber trotzdem noch schlicht genug, dass man es zu ganz vielen tragen kann. Dann einmal so einen hier, den finde ich auch ganz hübsch. Ist eigentlich nicht ganz so mein Style, aber ich finde. Motorräder. Aber ich finde ihn richtig schön. Also, ja, hat mir auch gut gefallen. Der einzige, der mir jetzt nicht so gut gefällt, ist dieser hier. Den finde ich ein bisschen kitschig und ja, ist jetzt nicht so meins irgendwie mit dem Herzchen und so. Erst habe ich gedacht, man kann den noch aufklappen, weil der so dick ist. Aber nee. Und das ganze Set hat jetzt 5 Euro gekostet und ich bin so froh über diesen Ring. Och. Ich habe gedacht, den finde ich nie mehr wieder. Neulich habe ich noch dran gedacht, ob es den vielleicht wieder gibt oder so. Dann kommen wir zu den letzten Accessoires und das sind diese 2 Sachen hier. Zweimal die Haarbänder. Eigentlich sind sie gleich, aber von der Farbe halt eben unterschiedlich. Die sind so golden und sind weiß durchflochten. Und ich bin sehr pingelig, was Haarbänder angeht. Ich mag das super gerne, aber meistens bin ich dann entweder zu faul, es zu tragen oder es hat irgendwas an sich, was ich nicht mag. Entweder ist es zu eng und dann rutscht es immer so hoch. Oder, ja, das ist meistens der Fall. Weil zu groß finde ich eigentlich selten was. Aber die haben eine super Passform. Also, sie sind ein bisschen länger irgendwie, aber heben durch dieses Stretchband ganz gut. Und die haben jetzt jeweils 2 Euro gekostet. Dann dachte ich mir, ja, komm, die nimmst du jetzt mit. Also, sehen auch recht hübsch aus, kann man auch zu vielem tragen. Und habe mich gefreut, dass ich die gefunden habe. Ja, das war's mit meinem Primark-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! I'm gonna party hard until the sun comes up. The music feels so good.
dancing.